So, und weiter geht's. Jo. Von da kam ich. Sonst gab es hier nichts in der Ecke. Ne, okay. Gut. Weiter geht's mit Resident Evil 4. Bin eigentlich mal am Überlegen, ob ich das vielleicht anders da machen sollte. Dass ich die Datei vielleicht auf meinem Laptop lade und den das den ganzen Scheiß hochziehen. Ich hochladen werde, dann kann ich nämlich während das am Laden ist, nämlich auch aufnehmen. Bei der Let's Play-Aufnahme ist das nämlich gar nicht mal so verkehrt oder gar nicht mal so schlimm. Sage ich mal so. Ich glaube, ich könnte mal eigentlich auch ein anderes Dingsbums rausholen. Von da kam ich, okay. Ah, doch, okay. Obwohl, warte mal, warte mal, warte mal. Ne, da geht's nur runter, okay. Glaube, das wird cool hier. Oder war es das noch nicht? Ich weiß es echt noch nicht. Gut, dann halt nicht. Oh, Magnum Muni. Jo. Ah, ich weiß, was kommt. Ich will das aber noch nicht triggern. So, das gelbe Kraut vermische ich damit. Wir werden wieder versorgt. Das freut mich, dass wir wieder versorgt werden. Aber ich muss irgendwie auch mal... Ich habe die Dateigröße mal ein bisschen, also die Bitrate mal ein bisschen höher geschraubt, um einfach mal zu gucken, wie es so läuft. Dazu habe ich mir mein kleines Büchlein mit den Shadowplay-Notizen geholt, weil das Dateiformat von Windows, von dem NTFS zum Beispiel, das erlaubt zum Beispiel, wenn man jetzt Dateien schreibt, nur Dateien in der Größe von genau 3,8 GB, bevor jetzt die Aufnahme eine neue Datei eröffnet. Und bevor ich das alles zusammenschneiden muss, ist mir das ein bisschen zu blöd. Deswegen versuche ich das so ein bisschen zu testen, wie hoch die Bitrate, wie hoch ich die Bitrate nehmen kann. Damit zum Beispiel, ja, damit ich halt damit ich so ein Part oder so nicht direkt zusammenschneiden muss. So, Mikrofon hier hin, das sollte, ja, das sieht so ganz gut aus. Ich will mal was gucken. Dazu muss die Conchi her. Die werde ich jetzt nicht nachladen. Weil ich glaube, die kann noch ein bisschen... Nein, 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 nein! Nicht ablegen. Die TMP oder die Conchi, die kann noch ein bisschen an Kapazität fressen. Die ist fertig mit Kapazität. Die kann noch Kapazität fressen. Und die... Die ist fertig. Okay, das bedeutet, die Red 9 können wir immer nachladen. Genauso wie die Broken Butterfly. Lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube... Nee, ein Platz reicht eigentlich aus. So, hier kommt dann hier ist Platzhalter für die Munition der Broken. Und hier ist Platzhalter für die Munition dafür. Gut. So, jetzt will ich mal was gucken, wo wir wirklich lang müssen. Da unten gibt es nur einen Schatz. Oder? Genau, da müssen wir lang und hier runter können wir lang. Okay. Das möchte ich natürlich so gut wie es geht mitnehmen. Aber die möchte ich nicht tragen. Wir sind jetzt...
Hier, okay. Das bedeutet, hier in der Nähe ist auch ein Händler. Blauer Stein des Verrats. Das hört sich doch nach Lux an. Blauer Stein des Verrats. Yeah. 25.000 war der Wert. Ich will nicht wissen, wie viel er jetzt wert ist. Emigrieren hier richtig Kohle. Das freut mich. Ah, da ist noch eine Waffenkammer. Geil! Ich freue mich, Verkaufen, ja. Wir können natürlich jetzt den... 35... Oh yeah! Exklusiv. Erhöht die Feuerkraft über die Grenzen der Waffen hinaus. 150.000 Pesos. Wir haben 48, okay. So, die sehen alle noch ganz gut aus. Krausers Nachricht. Offenbar hat Zettler mich von Anfang an durchschaut. Mir ist es zwar gelungen, Ashley zu entführen, aber ich habe gleich gemerkt, dass Zettler mir nicht ganz vertrauen wollte. So hatte ich keine andere Wahl, als die Frau um Hilfe zu bitten. Vielleicht wusste sie von vornherein, dass es so kommen würde. Ich spürte, dass sie anderes bezweckte als Wesker und ich. Das ist die Gelegenheit, es herauszufinden. Und wenn ich Leon beseitigt und die Probe bekommen habe, stecke ich sie mit Leon in den Leichensack und schicke beide an Wesker. So, wissen wir gleich Bescheid, wo wir hier sind bei dem Arsch. Und soviel zum Thema Kameradschaft. Wenn Soldaten Soldaten betrügen, das ist doch traurig. Schrotgewehr können wir machen. Kapazität lasse ich noch mal ein bisschen. Ja, komm, ist egal, das lassen wir mal. Die hat ja noch 17 Schuss, kann 20 fassen. Das bedeutet, die schieße ich ein bisschen leer. Aber habe ich nicht alle fertig? Ich meine, ich hätte alle fertig. Das ist doch irgendwie strange. Welcome. Naja, vielleicht kann ich hier noch irgendwas Besonderes benutzen. Oh. Es geht eigentlich. Spiel ist rassistisch. Ah, hätte ich eigentlich wissen müssen. Das ist jetzt eh egal. Ich habe einmal die Ashley getroffen, diese Punkte kannst du gar nicht machen. Schade. Aber den D-Typ haben wir... Ach komm, weißt du was? Ich glaube, das ist einfach nur, falls so eine der Waffenkammern verpasst. Stimmt, ich glaube, das war so. Händler, Schreibmaschine. Jo, dann müssen wir nach oben, dann geht es nämlich weiter. What? Liegt da noch irgendwas rum? Nee? Okay.
Mist. Hat er noch irgendwas? Nee. Gut, ich dachte, er hätte noch was geleuchtet oder sonst irgendwas. Shit, es ist nicht das, was ich gedacht habe. Es ist eher das, was ich befürchtet habe, wovor ich mich gefürchtet habe. Wir haben nicht viele. Fuck. Das wird nämlich auch nicht ganz so geil. Na, Sequenz kommen. Ist eigentlich sehr schön gemacht. So, you two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Do you really want to know? She's beyond that gate. But you'll need three insignias to open it. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north, and the other in the east. And let me guess, you got the last one. Pretty much means you're on a tight leash. Sounds like you thought this one out pretty well. Gegen den können wir noch nichts machen. Der jagt uns jetzt. So. Mist. Gar nicht, ob wir den so besiegen können. Ah, doch, jetzt haut er ab. Gut, den können wir so besiegen. Ich glaube, dann hält er am Ende weniger aus. Die hebe ich mir aber bis zum Schluss auf, weil das ist nämlich echt ein Biest. So, gut, ich wusste es, dass der hier ab und an mal kommt. So. Es fehlen Teile. Es ist mir schon klar, dass hier Teile fehlen. Aber die müssen wir alle holen. Alter!
Vergiss es, du Penner. Ja, ich weiß, dass du als ehemaliger Kriegsveteran ist zwar schön und gut. Kann ich zwar durchaus verstehen, mein Freund, aber... ganz sauber ist ja nett. Gibt nämlich einen Unterschied zwischen ein bisschen Kampfeslust und Gaga sein. Da oben ist eine. Bringt mich natürlich jetzt nicht wirklich weiter. Eine habe ich schon mal, super. What do you intend to do restoring Umbrella? To bring order and balance to this insane world of ours. A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? Don't just stand there. Come out and fight like a man. I'm not falling for that one. Just trying to have fun. Ja, dann komm runter und versteck mich nicht. Lappen, du bist auch derjenige. Du bist auch der, der mit Granaten um sich wirft. Hallo. Ich hoffe, das klappt jetzt, ohne dass wir hier ständig noch Ärger kriegen. Wir müssen das Ding auf den Schalter hier schieben. So, jetzt ist dieser Hebel offen. Jetzt können wir da rein. Ich würde aber gerne noch mal ein grünes Kraut nehmen. Eins reicht mir eigentlich aus. Oder? Ja komm, zwei können wir nehmen. Solange es nur Wesker ist, geht's eigentlich. Ich krieg zwar gut auf die Fresse. Das stimmt. Aber wie gesagt, Wesker, Entschuldigung, ich meine Krauser. Okay, jetzt müssen wir hier in den Norden. Drecksack! Der frisst viel, aber ich glaube, der gibt auch ordentlich Money in the Bag. Warte mal, gibt es hier oben noch irgendwas? Nee. Ich
Ich mag die Dinger nicht. Ich habe nichts getriggert. Ah, ich wusste. Okay, diese Viecher. Die dürfen mich nur nicht sehen. Gehen die nämlich kaputt. Das ist nämlich ganz gut. Bin ich von da gekommen? Ja, eigentlich schon, ne? Okay, dahin muss ich. Und da hat er mir, wollte er mir in die... Da wollte er mir in die... Lümmel in den... What is it that you fight for, comrade? Past, I suppose. Umbrella. So, habe ich hier noch irgendwas? Eins nehme ich mal. So, wir kriegen wieder Pistolenmunition, das ist ganz gut, aber wir fressen auch dementsprechend viel Mist. Jetzt geht's rund. Oh ja, das ist, freut mich. Super, wir haben fast volle Energie, also Max-Energie. Das bedeutet, wenn wir jetzt so gelbe Sachen finden, könnten wir die eigentlich für die Ashley aufheben. Ich glaube, hier geht's weiter. Wir müssen aber Wesker besiegen. Krauser, Entschuldigung. Oh, Mann. Ich will erstmal hier alles looten. So, habe ich die jetzt eigentlich voll aufgetunt? Ja, habe ich. Stimmt, wie viel Kohle haben wir denn? 112.000. Ist nicht viel. Ich weiß, es ist nervig. Ich werde wahrscheinlich... Ne, es läuft eigentlich ganz gut. Bis jetzt noch. Du erhältst Teil des heiligen Tiers. Adler. So, dieser Part wird wie gesagt ein bisschen länger. Two down. One more to go, Krauser. We'll see about that. Es war klar, dass der ein dass der irgendwas in sich hat. Witness the power! You've lost it completely, Krauser. Prepare for your death, Leon. Ja. Genau, das ist nämlich das Problem.
Mist. Alter! Gott sei Dank! Halleluja! Noch eine Minute Zeit, der frisst aber auch echt viel, ey. Meine Fresse. Jetzt muss ich mich auch noch hier zurechtfinden und in einer Minute geht hier dieser ganze Turm kaputt. Nicht gerade geil. Weißt du, überall springt der runter, wo eine Leiter ist, aber sowas nicht. Das ist ein fucking Ernst. Muss ich zum anderen hier lang muss ich. Okay. Das ist ja noch einigermaßen human gemacht. Das behalte ich eigentlich alles erstmal. Die kann ich nachladen. Die anderen brauche ich nicht. Es hat nur schade, dass er kein Geld fallen hat lassen. Ja, komm, speichern wir mal ab. Boah, dann beende ich auch den Part, Leute. Das war der Hammer. Krauser. Krausers Ende. Puh. So, vielen Dank fürs... Alter, das gefällt mir gar nicht. Ah ne, das war ja... Okay.